Einfach nur ich bin. Ah, hallo. Hallo, blauer Vogel. Tschüss, blauer Vogel. Du nervst mich jetzt schon. Oh mein Gott, wie du mich jetzt schon nervst. Gut, hat gereicht. Ja, aber nachdem man so ein paar Mönche gerettet hat, beziehungsweise unterstützt, einer ist ja tot, ist das natürlich das Normalste der Welt, nicht mit ihnen zu reden, sondern sich einfach die nächstbeste Leiter zu schnappen. Oh, da hing ein Haar. Bäh, sag ich nur. Kukuruku. Da geht's lang. Da. Ah, okay, ich sehe schon. Ich sehe, wo das hinführt. Oh, dann speichern wir mal in unserem schicken neuen Level. Gute Seitwärtsdrehung, wie auch immer du das gemacht hast. Ich habe nämlich nach vorne gedrückt. Barkhang Monsen. Was? Monastery. Ne, Monastery. Barkhang Monastery. So rum. Ich und Lesen. Zwei Welten, die nicht zusammengehören. Und trotzdem immer wieder aufeinander prallen. Es ist schrecklich. Ich glaube, das war richtig. Ja. Hm, was macht die Frau? Ah, lass sie einfach. Ich glaube, die braucht das. Aha. Nein, nein. Oh Gott, ich dachte, das wäre zu schräg. Fall, fall, tief und tu dir weh. Ja, ich bin schon ein kleiner Sadist manchmal. Ja, und nu? Was soll ich jetzt tun? Ich werde mal zu dem Fenster kommen, aber wie ist die Frage? Was soll das hier? Bin ich blöd? Kann ich da drauf laufen? Nein. Ach, na klar. Hier, guck mal, ist gar nicht schräg. Wusstest du noch nicht? Ah, passt schon. Okay, da. Mühsam und das Eichhörnchen ernährt sich, ihr wisst ja. So, versuchen wir einfach mal. Ah, das tat... Nein. Das... Nein. Tat weh. Nein. F6 ist laden? Ja. Nein. Ja. Nein. Ist das hier wirklich so? Oder komme ich nur so auf die Seite? Das ist natürlich auch noch möglich. Halt, stopp. Haha. Ich und mein Adlerauge wieder. Ich bin doch einfach brillant, oder? Ja, ich brauche das heute. Ich habe heute so ein Ego-Trip. Moin, ich bin neu hier. Guten Tag, die Herren. Ich arbeite für die Fensterreparatur... Fensterreparaturfenster, wollte ich gerade sagen. Firma. Firma ist das Wort, das ich meinte. Gibt's da ein Geheimnis? Bin ja jetzt schon wieder angespornt, dadurch, dass ich eben alle drei gefunden habe. Es ist nicht zu glauben. Ich muss ja ehrlich sagen, am Anfang dachte ich, ich finde vielleicht alle 5, 6, 7 Level alle Geheimnisse. Das sah ja auch am Anfang nicht so rosig aus. Lara, was ist eigentlich falsch mit dir? Das sind friedliebende tibetanische, besonders. Tibetanische, oder? Hawaii-ja! Er zuckt ganz bedrohlich mit seinem Stock in meine Richtung. Das gefällt mir nicht.
Immerhin haben die Leute hier wieder was. Beziehungsweise die anderen hatten eventuell auch was und ich habe es nicht gesehen, weil bei denen hier sieht man das ja auch nicht. Ui. Frage ist zum einen, wie ist er hier hochgekommen? Gut, man mag vielleicht sagen, er hat sich ein Seil genommen und ist hoch, aber guckt mal, wer da unten rumläuft und wer irgendwie auf dick gepolsterte Männer nicht gut zu sprechen ist. Und zweitens, warum hat er auf mich gewartet? Was soll das? Hab ich mich erschrocken? Ja. Musste das sein? Ich befürchte. Hallo. Oh, da kommt wieder einer. Ja, ihr macht das schon. Ihr seid schon fähig. Nee, ich kann leider nicht. Entschuldigung. Ja. Ihr seid wirklich Helden. Nein, wirklich. Ich mag euch. Vor allem der da mit der dunklen Hose. Das ist doch ein Spitzenkämpfer. Das Teil hat einen Widerhaken. Das muss einfach heißen, dass er in der Königsklasse anzusiedeln ist. Ich sehe nichts. Gut. Einfach mal hoch. Auf gut Dünnchen. Hau ruck, hau ruck, hau zurück, hau leise, how can it be? Din, 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 din. Alter, was bist du denn für eine riesige Statue? Hast du? Also, ich zähle vier Arme bisher. Hallo, der Herr. Ja, ach komm, Lara. Ich weiß nicht, ob ich diesen Schlüssel nehmen darf oder ob die dann sauer werden auf mich. Ich bin der Meinung, es gab eine Möglichkeit, dass die sauer werden. Und ich glaube allerdings, das war nur, wenn man einen von ihnen tötet. Vier Arme. Was sollst du darstellen? Ich kenne mich jetzt auch so in den indischen oder generell in den asiatischen Göttergeschichten nicht so aus, dass ich euch sagen könnte, wer das ist. Oh, ich dachte, das geht ja tiefer runter. Na gut. Ja, richtig. Schon mal was von der UVV gehört? Ist ja unglaublich. Was ist das denn hier für ein Kloster? Kommen wir denn da hin? Und da unten? Da geht's nicht weiter. Immer erst da, wo es nicht weitergeht. Ah, da geht's weiter. Geil. Dann nehmen wir oben. Runterfallen ist immer leichter als hochspringen. Das ist die zweite Regel, wenn man den Weg nimmt. Okay. Soll das Strömung darstellen? Nimmt sie. Oh oh. Warum hat sie denn die Harpune jetzt genommen? Meine Damen und Herren, Sie sehen eine Todesfalle in Aktion. Gut. Laden beim Schlüssel. Okay. Also wie gesagt, ich schicke euch mal jemanden vorbei, der euch zeigt, wie das so aussieht mit den UVV-Richtlinien. Das geht ja gar nicht hier. Arbeitsschutz ist bei euch nicht nur nicht groß geschrieben, Arbeitsschutz ist bei euch gar nicht geschrieben. Ach, das ist ja. Und vor und zurück. Und vor und meins.
Gut, wir hatten schon festgestellt, wir wollen nicht schwimmen. Ist gerade nicht unseres. Was haben wir da? Tief fallen, nicht gut. Es ist wirklich tief fallen, nicht gut. Leiter ist gut. Leiter, wir mögen sehr. So. Oh ja, Grafikpark. So, da geht's weiter. Zumindest ein bisschen. Schiebung. Ha, Rocke. Alles klar. Da gibt's dann irgendwann von der anderen Seite was zu tun. Ich sehe schon. Also sind wir hier erst einmal durch. Gut. Hat ja immerhin einen Schlüssel mit sich gebracht. Und dass wir den da jetzt reingeschoben haben, könnte auch zu unserem Vorteil sein. Eventuell zu unserem Nachteil. Aber wir wollen heute mal ein bisschen positiv bleiben, oder? Ja, ich denke doch auch. Oh, guckt, was sie sogar... Na, doch nicht. Ich habe nichts gesagt. Wollte ich gerade was erzählen, aber... Lara sagt nein. Dim, 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 boing. Dim, 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 dim. Hüpf. Oh, das hat funktioniert. Die Frau hat eine Kraft in den Waden, dass sie so hoch springen kann. Echt unglaublich. Sehr ausgeprägte Oberschenkelmuskulatur. Und sollten Missverständnisse auftauchen? Nein, ich glaube nicht, dass die Wade im Oberschenkel sitzt. Weil in meinem Kopf klang das gerade im Zusammenhang irgendwie ein bisschen komisch. Aber bin wahrscheinlich wieder nur ich. Guten Tag. Nein, nein, nein. Alles gut. Entschuldigung. Das war wirklich nicht meine Intention, Absicht. Was auch immer. Main Hall Key. Das wird der hier sein. Hm? Warum auch immer der da oben... Obwohl, er hatte da oben eine Wache. Der hätte ihn runterschmeißen können. In die Halle. Nee, das ergibt keinen Sinn. So, speichern. Klick, klack, barabara, boom. Ja. Kerl, zeig mir, wie man da durchgeht. Show me your moves. Nee, er dreht nur die große... Ja, lass mich jetzt in Ruhe. Habe ich gesagt, ich brauche einen Schlüssel oder was wird das hier? Gibt's den hier zufällig? Wäre ja mal logisch. Wäre ja auch albern. Na gut, dann die große Halle. Oh, die Fahne, sie hat mich ausgenockt. Nee, jetzt hör auf, Lara. Ich habe immer nur Angst, dass hier noch große böse Menschen warten. Da ist ein Schlüsselloch. Ich sag doch, hier warten große böse Menschen. Zu viele Sprites. Ich schieß die Luft ab. Mach ich gut, oder? Oh, da ist ja noch einer. Jetzt weg von den Speeren, Lara. Weg von den Speeren. Tomb Raider gab es auch so... Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen unpassend, aber zu Tomb Raider gab es auch so einen richtig schlechten Porno, oder nicht? Ist mir nur gerade aufgefallen, wo sie so von vier Männern umringt war und sich ein bisschen zimperlich angestellt bzw. angehört hat. Und ja, wie gesagt, ich weiß, das ist so unpassend, aber was soll's. Dip, 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 dip. Oh, ich dachte gerade, da wäre... Oh, da Schlüsselloch oder so, dachte ich. Nein. Die Trainingshalle ist das hier. Genauso wie das ganze Scheißkloster. Hallo? Ja, du wohnst hier, ne? Du wohnst hier. Jetzt lass mich mal dahin, da ist ein Schlüssel.